Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu unserem kurzen Lunch-Update begrüßen. Regelgebundene Anlagestrategien statt guter Vorsätze. Das Thema drängt sich momentan auf. Zum einen haben wir natürlich den Jahresbeginn und wir werden alle bombardiert mit guten Tipps zu Ernährung, Sport und alles, was unser Leben besser und einfacher machen soll. Dazu natürlich die Herausforderungen an den Kapitalmärkten, nicht wirklich kleiner geworden. Und ich möchte Ihnen in den nächsten rund 15 Minuten verschiedene Ansätze geben, von denen wir überzeugt sind, dass sie Ihnen in der Entscheidungsfindung für Ihre private Finanzanlage nützlich sein können. Im Nachgang werden Sie die Möglichkeit haben, auch nochmal die Präsentation als Videokonserve zu erhalten, sodass Sie auch die einen oder anderen Sachverhalte nochmal in Ruhe nachvollziehen können. Wir steigen direkt ein in das Thema und ich habe Ihnen hier mal eine Folie mitgebracht, die typischerweise nicht so viel mit der Finanzdienstleistungsindustrie zu tun hat. Sie sehen hier mal ausgewählte Ursachen für Herzinfarkt. Wir sehen die bekannten Themen, Ernährung. Wenn wir uns zu fettreich und energiedicht ernähren, dann führt das zu Übergewicht und schlechten Cholesterinwerten. In der Kombination natürlich mit anderen Themen wie dem doch ja in vielen Fällen vorherrschenden Bewegungsmangeln haben wir dann auch nochmal Probleme mit dem Blutdruck und Rauchen. Auch das, glaube ich, nichts Neues, spätestens seit den Risikohinweisen in diesen netten Bildern, die auf Zigarettenpackungen prangern, sollte ja jedem klar sein, dass Rauchen kein wirklicher Vorteil für die Gesundheit ist. Und Alkohol ist auch nicht wirklich positiv. Und wenn wir das noch kombinieren mit den aktuellen Tipps zu Sport und Bewegung, dann wissen wir heute, dass kurzes, intensives Training besser ist als langes, dauerhaftes Training im niedrigeren Bereich. Also, Sie sehen schon, hier im Ergebnis ist doch alles nicht so schwer. Kein Alkohol, nicht rauchen, gesund ernähren, ausreichend Bewegung und schon ist das Risiko für einen Herzinfarkt und viele andere Zivilisationskrankheiten bedeutend geringer. Sie sehen, es kann so simpel sein, aber einfach ist es in der Umsetzung nicht. Und das gilt auch für viele Bereiche der Finanzdienstleistungen. Viele Sachen sind bekannt, die können Sie nachlesen, vorzugsweise in Büchern und auch durchaus dem einen oder anderen vernünftigen Internetblog. Aber wir werden halt doch immer wieder abgelenkt von den Schlagzeilen, aktuell ja sehr groß in den Medien, das Thema Präsidentschaft Trump. Welche Auswirkungen wird das auf die Globalisierung haben? Welche Auswirkungen wird das auf die Aktienmärkte haben? Wie kann sich das Thema Schulden entwickeln? Bekommen wir vielleicht einen Inflationsschub in den USA, der sich dann auch sukzessive auf die Eurozone übertragen könnte? Also sehr, sehr viele Punkte, über die wir trefflich spekulieren können und dementsprechend das Maß an Ablenkung doch relativ hoch und dementsprechend fühlt man sich doch gezwungen, vielleicht auch häufiger zu handeln, als es der eigenen Vermögensentwicklung gut tut. Der Hauptpunkt liegt meines Erachtens darin, dass wir in Deutschland, wie auch in vielen anderen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten uns sehr stark darauf fokussiert haben, darüber zu sprechen, wie man Geld anlegen kann. Ob das jetzt die Diskussionen sind heutzutage, ob Sie besser einen aktiven Investmentfonds auswählen, bei dem Sie einen Manager haben, der sich aktiv mit der Verteilung des Kapitals und der gezielten Auswahl von Einzeltiteln beschäftigt, oder ob es die Diskussionen darüber sind, ob man heute alles über Digitalisierung und Robo-Advice im Internet machen sollte, weil das ja doch so viel besser und cleverer ist als der Mensch, der Ihnen am Tisch gegenüber sitzt. Also diese ganzen Diskussionen, die zielen doch immer wieder auf das Wie ab. Und wenn man sich das im Wesentlichen mal anschaut, dann kommen die großen Fehlentscheidungen wirklich nicht daraus, wie das Geld angelegt wurde, sondern dass in den meisten Fällen das Verständnis dafür fehlt, warum man das Geld überhaupt hier anlegt. Und ich habe Ihnen es nochmal auch mitgebracht, weil ich glaube, es ist heute schwieriger denn je, schwankungsreiche Vermögenstitel zu halten. Was Sie hier sehen, das ist die Anzahl von Tagen, in denen der S&P 500, also ein durchaus sehr breiter Kapitalmarktindex für den US-amerikanischen Aktienmarkt, sich um mehr als 3% an einem Handelstag bewegt hat. Und Sie sehen, ja, hier im Jahrzehnt 1951 bis 1960, da mal ganz wenige Handelstage. Und Sie sehen aber, diese Anzahl der Handelstage, die steigt an. Und im Zeitraum 2001 bis 2014 haben wir mehr Handelstage mit einer Tagesbewegung von mehr als 3% gesehen, als in der kombinierten Zeitspanne von 1951 bis zum Jahr 2000. Ob der Grund in der
zunehmenden Globalisierung liegt, ob die Digitalisierung und der technologische Fortschritt hier Auswirkungen haben. Darüber können wir trefflich diskutieren und philosophieren. De facto ist es aber natürlich so, dass die ständige Versorgung mit Informationen, sei es zu Kursbewegungen einzelner Wertpapiere, sei es zur Entwicklung ihres Portfolios mittels von Apps und auch natürlich die Verfügbarkeit von Nachrichten via Push Dienstleistungen, sei es Bloomberg, NTV und wen wir alles haben. Also die wahrgenommenen Schwankungen, die steigen stärker denn je und besonders in einer Phase, wo wir doch aufgrund der sehr niedrigen Zinsen und der extrem niedrigen Renditen darauf angewiesen sind, Kapitalmarktrisiken einzugehen, um überhaupt langfristig die Möglichkeit haben, das Vermögen hier real zu erhalten und auch in seiner Kaufkraft zu steigern. Und trotz, also quasi in dieser Phase dieser starken Herausforderung, haben wir eben zusätzlich diese Thematik, dass wir Wertschwankungen noch viel stärker und viel brutaler vorgeführt bekommen, als das in den vergangenen Jahrzehnten eben der Fall war. Dementsprechend aus unserer Perspektive scheitert es in vielen Fällen daran, nicht, dass schlechte Anlagestrategien gewählt werden, sondern dass man das Warum der Kapitalanlage auf der Anlegerseite überhaupt nicht richtig definiert hat und im Kern, wenn natürlich kein Verständnis für das Warum vorhanden ist, dann lässt man sich natürlich sehr, sehr stark davon beeinflussen, was die Medien gerade schreiben. Man ist sehr, sehr leicht davon zu überzeugen, dass etwas gut oder schlecht ist, wenn der Bekanntenkreis oder auch eine größere Anlegerschar diese Meinung auch vertritt. Und das führt alles in allem dazu, dass wir ein sehr prozyklisches Anlegerverhalten haben. Das heißt, gerade wenn die Börsen gut laufen, dann sehen wir ein starkes Interesse an wachstumsreichen Vermögenstiteln. Wenn die Börsen sehr schlecht laufen, dann sehen wir ein sehr schwindendes Interesse. Dann werden tendenziell Kapitalmarktpositionen abgebaut und im Ergebnis wird dann leider Gottes nicht die Rendite verdient, die der Kapitalmarkt langfristig bietet. Und dementsprechend aus unserer Perspektive ist es wichtig, nicht am Wie anzusetzen, also sprich der optimalen Umsetzung einer Kapitalanlagestrategie, das ist erst der zweite Schritt, sondern sich erstmal mit dem Warum zu beschäftigen und auch hier doch mit einem gewissen Prozess vorzugehen, der zum einen auch reproduzierbar ist, das heißt, bei dem Sie nicht nur einmalig sagen, heute ist der 1. oder 2. Februar, deswegen treffe ich meine Entscheidung auf dieser Basis, sondern wirklich einen nachhaltigen Prozess zu haben, den Sie immer wieder wiederholen können, weil nur wenn Sie auch im Prozess auch hier eine gewisse Gleichmäßigkeit haben, dann haben wir natürlich auch eine sinnvolle Kontinuität, die auch langfristig sich dann hier sinnvoll niederschlägt. Der Aspekt ist natürlich auch hier, dass wir mal Klarheit schaffen müssen. Bei diesem Warum möchte ich den Wert meines Vermögens bewahren, dann habe ich das Portfolio-Ziel Vermögenserhalt. Also habe ich eine ganz, ganz andere Situation, als wenn ich zum Beispiel sage, okay, mir geht es darum, mein Vermögen stark zu steigern oder zum Beispiel mein Vermögen vor Inflation zu schützen. Oder habe ich vielleicht auch eine Lebenssituation, bei der mein aktives Einkommen sich nach und nach abbaut. Ich muss zunehmend eben aus vorhandenem Vermögen leben. Also mir geht es wirklich um die Vermögensentnahme und auch regelmäßige Erträge, dann habe ich eine ganz andere Ausrichtung und auch eine ganz andere Erfolgsmessung als in einem Fall, wo ich sage, ich habe noch 30 Jahre Berufsleben vor mir und kann hier in Ruhe eben schauen, was die Börse macht, weil die Schwankungen sind für mich irrelevant, weil ich beziehe ja noch meine Erwerbseinkommen, sei es aus der Angestellten-Tätigkeit, sei es eben aus einer Selbstständigen-Tätigkeit. Also schaffen Sie hier Klarheit bei den verschiedenen Motiven, um zumindest auch für unterschiedliche Teile des Kapitals hier klare Ziele sich entsprechend vorzunehmen. Weil wenn Sie diese Ziele entsprechend hier auch zuordnen zu einzelnen Vermögensteilen, dann kommen Sie natürlich auch zu einer vernünftigen Messbarkeit und dann geht es nicht mehr darum, ob der Kapitalmarkt im einen Jahr besser oder schlechter gelaufen ist, sondern die Maßgabe muss sein, ob die Anlagestrategie, die Sie umgesetzt haben, sich an dem hier orientiert hat, was Sie sich als Ziel vorgenommen haben. Also die Art der Erfolgsmessung ist hier doch dann viel spezifischer möglich. Aus unserer Perspektive die erste Stelle, um überhaupt Anlageentscheidungen zu treffen, das ist das Verständnis für das eigene Vermögen. Wenn Sie Ihr eigenes Vermögen nicht verstehen und dementsprechend nicht verstehen, wo Sie eine steigende Inflationsrate trifft oder wo Sie vielleicht auch unter anhaltend niedrigen Zinsen leiden können oder inwieweit vielleicht eine Dollarschwäche sich vielleicht auf Ihre Edelmetallbestände, aber auch gleichzeitig auf Ihre Aktien, die Sie in Ihrem Depot halten, auswirkt. Solange Sie das nicht vernünftig tun können, ist es natürlich sehr, sehr schwer, eine sinnvolle Anlagestrategie zu entwickeln, weil das Warum und auch die Motive, die wir eben mal kurz dargestellt haben, die haben natürlich viel damit zu tun, wo sie heute stehen,
wenn Sie so möchten, die Bestandsaufnahme. Man schaut sich mal, um die Analogie noch einmal zu verwenden, man muss sich eben heute mal das Gewicht anschauen und eben nicht nur das Gewicht. Sie können heute 1,80 groß sein und 90 Kilo wiegen und Sie können übergewichtig sein, weil der Muskelanteil sehr niedrig ist, oder Sie können eben total fit sein, weil Sie eben einen hohen Muskelanteil haben. Also man muss ein bisschen tiefer reinschauen. Das Gewicht alleine reicht nicht. Also jedes Thema Vermögensstrukturanalyse aus unserer Perspektive ein essentieller Schritt, weil genau wie in anderen Lebenssachverhalten würden Sie erstmal eine Bestandsaufnahme vornehmen, bevor Sie sich hier mit den Themen entsprechend beschäftigen. An zweiter Stelle ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, was unseres Erachtens noch nicht optimal abgegriffen wird in der täglichen Beratungspraxis, wie sie momentan im Bereich der Finanzdienstleistung vorgenommen wird. Das ist eben die Ermittlung der finanziellen Risikobereitschaft. Hier geht es nicht nur darum, Erfahrung und Kenntnisse abzugreifen, wie sie im Wertpapierhandelsgesetz ja auch hier vorgeschrieben sind, sondern wirklich das mal auf wissenschaftlicher Basis zu messen, festzustellen, welchen Anteil von Wachstumswerten können Sie vertragen, wo ist das Risiko vielleicht zu hoch, wo ist da auch ein gewisser Toleranzbereich und was ist eigentlich so die Risikospanne, mit der Sie sich wirklich wohlfühlen. Das mag in normalen Kapitalmarktphasen kein großes Problem sein, wenn es hier zu Abweichungen kommt, aber tendenziell stellen wir doch immer wieder fest, dass die Märkte sich stärker bewegen, als es der Normalanleger erwartet. Und um auch Ihnen hier mal nur eine Kennzahl zu nennen, für den breiten europäischen Aktienmarkt, den MSCI Europe, also der ist wirklich sehr, sehr breit diversifiziert über die Länder, über die entsprechenden Sektoren, da haben wir im Durchschnitt der letzten 30 Jahre ungefähr eine Bewegung vom Hoch zum Tief innerhalb eines Kalenderjahres von rund 15% Kursverlust gesehen. Das heißt, 15% Verlust sind keine überraschende Schlagzeile, die Sie dazu veranlassen sollten, etwas zu ändern, sondern 15% Kapitalverlust sind der Normalbereich der Erwartung, die wir in jedem Kalender ja aufgrund der statistischen Auswertungen erwarten müssen. Und wenn uns das jedes Mal wieder durcheinander bringt, dann laufen wir natürlich hier eben entsprechend hinterher. Also finanzielle Risikobereitschaft als ganz wesentlicher Aspekt, sich das hier entsprechend auch mal anzuschauen. Das kann man auf wissenschaftlicher Basis messen. Hier auch 25 Fragen relevant. Die Zugangsdaten stellen wir Ihnen wie gewohnt gerne zur Verfügung. So, jetzt haben wir uns mal kurz mit dem Warum beschäftigt und das hätte man natürlich noch über Stunden ausbreiten können. Der ein oder andere war ja sicher schon in unseren Online-Konferenzen zum Thema Vermögensstrukturanalyse dabei. Da sehen Sie, dass allein dieses Thema ja wirklich eine Stunde dauern kann. Aber ich möchte Sie an der Stelle wirklich in der kurzen Zeit sensibilisieren für die Unterscheidung zwischen dem Warum und dem Wie. Weil das, was wir heute als Innovation in der Finanzdienstleistung sehen, das, was über Fintechs und Weiterentwicklung auch momentan kommuniziert wird als bessere Lösung für Anleger, ist am Ende des Tages immer nur eine Veränderung des Wie. Und ich bin der Meinung, wenn der Aktienmarkt heute mal wieder 20% fällt, dann wird es keine Rolle spielen, ob Sie Ihre Anlagestrategie mittels Einzelaktien umsetzen, die Sie selbst ausgewählt haben, ob Sie einen Vermögensverwalter dafür bezahlt haben, ob Sie das über Indexfonds oder über aktive Fonds umsetzen. Sie werden als Mensch immer dann nervös werden, wenn Sie das Warum nicht sauber definiert haben. Und dementsprechend ist das die Basis jeder Anlagestrategie. Die Anlagestrategie, also konkret das Wie. Und hier glaube ich, ist es ganz wichtig, Entwicklungen auch verstehen zu können, also auch eine Transparenz zu haben für das eigene Portfolio. Und habe Ihnen hier mal eine Auswertung mitgebracht von einer regelgebundenen Anlagestrategie, die hier bei uns im Haus Faktor Portfolio heißt. Die Regel der Strategie sieht so aus, dass 65% im globalen Aktienmarkt investiert sind, global diversifiziert über alle Regionen, über alle Investmentstile. Also wirklich sehr, sehr breit gestreut, dass 35% in Geldmarktanlagen respektive Anleihen liegen und dass sofern diese Abweichung auf dieser Vermögensklassenebene mehr als 5% beträgt, wird ein sogenanntes Rebalancing vorgenommen. Also sprich, das, was stark gestiegen ist, wird verkauft, das, was schwächer gelaufen ist, wird gekauft, um diese strategische Allokation von 5% wiederherzustellen. Und diese Anpassung wird zumindest einmal im Jahr vorgenommen. Und ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht, weil wir das auch oft mit Kunden diskutieren und wir sehen, dass ein besseres Verständnis für die Funktionsweise der Anlagestrategie eben auch dazu führt, dass die Disziplin größer wird, dass man eben nicht in prozyklische Anlagestrategien und der
übermäßigen Einschätzung von Medienkommentaren hier entsprechend hinterherläuft. Was sehen Sie hier? Wir sehen das für das Kalenderjahr 2016 und wir sehen, okay, wie hoch war denn zum Beispiel etwas gewichtet? Wir haben hier einen Bereich Aktien. Wir haben natürlich verschiedene Aktienkörbe in diesem Portfolio. Sie sehen, im Schnitt hat das 16% ausgemacht und diese 16% haben 3,25% zur Wertentwicklung beigetragen. Und das sehen Sie insgesamt auch sehr, sehr schön, dass die Top 5 Vermögenswerte, die am stärksten zur Wertentwicklung beigetragen haben. Das sind eben Aktien, das sind eben Aktien global, das sind Aktien der Schwellenländer und es sind auch hier unten zum Beispiel Hochzinsanleihen aus den USA, die sich ja sehr positiv entwickelt haben. Also genau das, was man erwarten würde in einem per Saldo positiven Kapitalmarktjahr, wo sich risikobehaftete, also wachstumsorientierte Vermögensklassen gut entwickelt haben, haben die Bausteine, die daran partizipieren sollen, das auch entsprechend abgebildet. Auf der anderen Seite sehen Sie hier, leider Gottes alles auf Englisch, aber die meisten Softwaredienstleister, die arbeiten eben in Englisch in unserer Branche, da sehen Sie im Endeffekt, okay, auch genau das, was Sie erwarten würden. Was hat denn nichts gebracht? Sie sehen hier Cash. Cash hat am Ende des Tages einen negativen Beitrag zur Performance geliefert, weil Cash bringt keine Zinsen mehr, aber es hat die Funktion eines Stabilisators. Also es hat sich so verhalten, wie man es erwarten würde. Money Market, Geldmarkt, genau das gleiche Thema. Wenn Sie negative Renditen für Bundesanleihen haben, dann kann Ihnen der Geldmarkt keine positiven Renditen liefern, außer Sie würden die Produkte anreichern mit etwas, was eigentlich gar nicht Geldmarkt ist. Also auch hier sehen Sie es im Rahmen der Erwartung. Und was eben auch sehr gut dazu passt, was man erwarten würde. Inflationsgebundene Anleihen haben davon profitiert, dass die Inflationserwartungen und auch die realisierten Inflationsraten im vergangenen Jahr gestiegen sind. Dementsprechend sehen Sie einen positiven Beitrag von inflationsgebundenen Anleihen zum Portfolio. Hätten wir nun ein schlechtes Kapitalmarktjahr gehabt, also ein Jahr, in dem wachstumsorientierte Vermögensklassen tendenziell sich schlechter entwickeln würden, dann würde sich das Ganze auf den Kopf stellen. Aber was wir Ihnen immer zeigen können und was für das Verständnis wichtig ist, um auch die Disziplin der Anlagestrategie hier beizubehalten, ist eben, dass die verschiedenen Bausteine in der gewählten Zusammensetzung genau das liefert, was man auch vorher antizipieren würde. Und das war auch ein wichtiger Punkt im Kalenderjahr 2016. Sie sehen es hier, wir hatten diesen ja sehr schwachen Jahresstart. Die meisten sind aus dem Skiurlaub gekommen und da waren die Aktienmärkte schon 7, 8, 9, 10% im Minus. Und Sie sehen hier jeweils diese grünen Balken, die zeigen jeweils das Monatsergebnis und diese grüne Linie, die zeigt den Gesamtverlauf. Und da sehen Sie, okay, das Portfolio war mal irgendwie 4% im Minus. Klar, die wachstumsorientierten Vermögensklassen sind zurückgekommen. Man schaut in der Analyse, okay, war das zu erwarten? Ja, es war zu erwarten aufgrund der Zusammenfassung. Gibt es etwas zu ändern? Nein, am Warum des Anlegers hat sich nichts geändert. Er möchte ja ein global diversifiziertes Kapitalmarktinvestment haben mit einem gewissen Anteil. Im konkreten Beispiel sind das 65%. Dann wurde noch ein Rebalancing vorgenommen aufgrund der Kursverluste. Und am Ende des Tages sehen Sie, trotz diesem schwachen Jahresstart hat das Portfolio das Kalenderjahr abgeschlossen mit einer Rendite von ungefähr 10,3%. Und dementsprechend dieses Verständnis, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, das ist wichtig, um in diesen Marktphasen, wo der Markt hier runtergeht, dann nicht prozyklische zu agieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, okay, das war ein gutes Jahr, wachstumsorientierte Vermögensklassen sind gut gelaufen, heißt natürlich, dass wir ein Rebalancing vorgenommen haben, also sprich, wachstumsorientierte Vermögensklassen werden verkauft oder wurden verkauft Anfang 2017 und die defensiveren wurden gekauft. Das macht man zum einen, um natürlich hier die Relationen gleich zu halten, aber der wesentliche Vorteil ist, dass das Profil, was unser Anleger hier erworben hat, was er ja aus seinem Warum herleiten konnte, dass das in der Umsetzung des Wies so stattfindet, wie er es sich vorgestellt hat, 65% wachstumsorientiert, 35% eher defensiverer Charakter. Im Kern, man kann es Zusammenfassung, was tun wir für Sie in diesem Kontext? Wir helfen Ihnen, ein umfassendes Verständnis für Ihre Vermögensstruktur zu entwickeln. Stichwort Vermögensstrukturanalyse. Dann helfen wir, Ihre finanzielle Risikobereitschaft mit wissenschaftlichen Methoden zu messen. Das haben wir im Gegensatz zur Vermögensstrukturanalyse nicht selbst entwickelt, sondern das kaufen wir bei dem globalen Marktführer hier entsprechend für Sie ein. Dann auf Basis der verschiedenen Motive, das war das Thema Inflationsschutz, laufende Erträge
oder langfristiger Vermögensaufbau, entwickeln wir für Sie eine Anlagestrategie, die wir produktunabhängig und kosteneffizient umsetzen. Also, da sind wir sehr stark im Fokus bei dem Warum. Und in der laufenden Betreuung geht es dann hierbei eben darum, regelmäßig den Bezug zwischen dem persönlichen Warum und dem Wie in der Anlagestrategie umzusetzen, so wie Sie es eben anhand dieses realen Portfolios gesehen haben, die wir Faktorstrategie nennen, die eben genau eine regelgebundene Umsetzung dessen hier entsprechend vorstellt. Ja, meine Damen und Herren, wir sind schon wieder zu Ende mit unseren Runde, ja, 15 bis 18 Minuten. Wie üblich haben Sie natürlich die Möglichkeit, uns im Nachhinein Feedback zu geben oder auch direkt Kontakt mit uns aufzunehmen. Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche Ihnen eine schöne Mittagspause und einen guten Appetit. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.